We covered the topic of personal branding. There's a lot of topics that are related to blogging that are important to discuss today. One is the law. And maybe some of you have seen your blog content be copied by other blogs who claim it as their own, which is basically an infringement on copyright. Maybe you work with other bloggers or other organizations that offer sponsored posts, and the laws of regarding disclosure that this post is actually advertisement. Or maybe you do contests in social media where there are certain sweepstakes laws that exist. So to help us navigate the potential minefield of the legal issues that exist around blogging and your content and social media marketing, we're proud to have Nina Dierks, German attorney at law at Dierks, Dierks, Rechtsanwalt, hope I pronounced that right, and she is going to speak to us on blogging and Recht, or blogging and the law. Please. Thank you, that was a perfect introduction. Thank you, welcome. Hallo. So, ich freue mich ja sehr, hier zu sein. Ich habe schon mitgekriegt, immer wieder war Recht mal wieder so ein Thema zwischendurch, auch auf den anderen Panels, gerade wenn es um die Frage ging, wie soll irgendwas gekennzeichnet sein, was Content ist, aber vielleicht so ein bisschen bezahlt oder Dollar bezahlt und so weiter und so fort. Ich habe heute nur eine halbe Stunde Zeit. Das ist extrem wenig Zeit. Juristen neigen ja dazu, gerne viel und lang zu erzählen und das ganz ausführlich zu machen. Auch wenn wir nur wenig Zeit haben, würde ich gerne einmal so ein bisschen wissen, wer hier sitzt. Wer von euch oder Ihnen bloggt oder ist verantwortlich für einen Corporate-Blog oder sonstige Content-Marketing-Maßnahmen, um das mal so zu nennen? Okay, die überwiegende Mehrheit, macht auch Sinn auf so einer Konferenz. Und wer von Ihnen meint so, also die Basics im Recht, die habe ich schon irgendwie so ein bisschen drauf? Okay, das ist auch... sind relativ viele, dann würde ich gerne um das Folgende bitten. Und zwar, ich mache jetzt natürlich einmal Basics durch sozusagen. Ich habe so ein bisschen Impressum mitgebracht, ein bisschen Disclaimer, ein bisschen Bildrechte und natürlich auch das Thema Schleichwerbung. Und da habe ich auch schon gehört, eben, da ist das Interesse relativ groß. Was ich gerne machen würde, ist, dass die, die sich eben gemeldet haben, ja, wenn ihr euch total langweilt und denkt, aber mir brennt doch noch so eine Frage so richtig unter den Nägeln und die Olle kommt da nicht zu da vorne, dann stellt sie mir bitte. Das tut mir übrigens leid für die Leute da draußen an den Endgeräten, denen wollte ich auch noch Hallo sagen. Auch schön, dass ihr da seid. Wir haben keine Twitwall, von daher kann ich eure Anmerkungen dann leider nicht mit aufnehmen. Aber ich denke, das wird schon. Also los geht's. Wir fangen eben an, die Basics, wenn ja und wie viele. Wer kann das Thema Impressum noch hören? Wer will dazu noch was wissen? Niemand? Großartig! Dann können wir es ja eigentlich auch lassen. Dann gehe ich direkt zur letzten Folie, für alle, die sich immer noch unsicher sind. Weil es ist sonst immer, immer und überall wieder ein Thema, weil es heißt, ja, aber da kommen ja diese ganzen Abmahnungen, das ist ja alles ganz schlimm und so und alles doof. Ja, ist ganz einfach. Ist der einzige Paragraph, den ich euch heute hier ranschmeiße. Ihr braucht fürs Impressum keinen Anwalt, kein Nix, kein gar nichts. Einmal in Paragraph 5 Telemediengesetz reingucken. Da steht drin, was man ins Impressum schreiben muss. Dann einfach von jedem Social-Media-Account auf die Impressumsseite verlinken und gut ist. Dann ist auch alles gut und die Welt ist gut und man muss gar nichts machen. Einfach hinschreiben, was da steht. Abmahnung. Ist ja auch immer wieder so ein Thema, das Thema. Wer weiß, was eine Abmahnung eigentlich ist? Das sind eher weniger, dann erkläre ich das nochmal. Die meisten denken, Abmahnung ist so ein ganz böses Zeug, ja, überwiegend illegal, muss man eigentlich auch nicht so richtig drauf eingehen. Die Abmahnung ist überhaupt nichts Illegales, ganz im Gegenteil. Die Abmahnung ist das gesetzlich vorgeschriebene Mittel zu sagen, hör mal, wenn jemand deine Rechte verletzt hat, dann renn bitte nicht gleich zum Gericht. Ja? Streng hier nicht eine Klage an, beschäftige keinen Richter damit, sondern schick erstmal ein Schreiben, mit dem du deine Rechte geltend machst. Geh erstmal außergerichtlich gegen den Rechtsverletzer vor. Das ist das, was im Urheberrechtsgesetz drinsteht, zum Beispiel, und im UWG. Und ansonsten ist es auch im Marken- und Persönlichkeitsrecht gebräuchlich. Es handelt sich um nichts weiter als die Aufforderung zur Beseitigung einer Rechtsverletzung. Und damit wird dann zeitgleich geltend gemacht die sogenannte Unterlassung und Unterlassungserklärung.
Erstattung der Rechtsverfolgungskosten, das ist das, wo man immer denkt, die Abmahnung ist so teuer, die kostet mich jetzt so und so viel Geld. Ja. Das sind meistens diese Rechtserstattungskosten, ich muss den gegnerischen Anwalt bezahlen, weil ich Rechte verletzt habe. Und dann kann damit auch noch gegebenenfalls Schadensersatz geltend gemacht werden, zum Beispiel Lizenzgebühren. Das ist eine Abmahnung, die ist nicht per se schlimm, böse oder illegal. Es gibt schwarze Schafe, so wie in jeder Branche, klar, aber die meisten davon oder ziemlich viele, die sowas gemacht haben, nur mal zur Info, die sitzen tatsächlich und ohne Witz im Knast und oder haben ihre Zulassungen verloren als Anwälte. Disclaimer, ein Mythos, mit dem ich an dieser Stelle gerne einmal aufräumen würde. Wer von euch Ihnen hat einen Disclaimer auf seinem Blog, auf seiner Webseite? So wenig? Das erstaunt mich tatsächlich. Da steht meistens sowas drin wie zum Beispiel, ja, bitte, bevor mich hier jemand abmahnt, dann ruft mich mal an, ich mache die Rechtsverletzung dann auch wieder weg. Da wird schon gelacht, das sehr laut, aber ich muss leider sagen, es wird zu Recht gelacht, weil das nützt nichts. Ja? Ich kann nicht sagen, ich habe zwar eine CD geklaut, aber wollte ich ja eigentlich nicht, sag mir doch nochmal Bescheid, dass ich das nicht hätte tun sollen. Es hat aber noch einen ernsteren Hintergrund. Und zwar kann es sein, dass Disclaimer sogar selber abgemahnt werden, wie zum Beispiel der, den man jetzt da oben hinter mir groß sieht. Das war, die Inhalte der Website werden mit größter Sorgfalt erstellt, aber es kann keine Garantie für Aktualität und Vollständigkeit übernommen werden. Da hat das OLG Hamburg gesagt, nee, also so nicht. So denken ja Leute, die bei euch auf die Seite kommen, dass ihr für gar nichts gerade stehen wollt. In dem Fall konnten auf der Webseite auch Sachen gekauft werden, kleiner Unterschied zugegebenermaßen. Aber das Gericht hat eben gesagt, nee, da denken Leute, sie dürften Rechte nicht geltend machen, die ihnen zustehen. Ja? Infolgedessen ganz heißer Tipp, Disclaimer weglassen. Die bringen nichts, ja. Wir sind nicht irgendwie, die haben keinerlei Wirkung, aber im Zweifel sind sie für so formuliert, dass sie auch noch angreifbar sind. Es wäre in etwa so, oder ein ganz krasser Vergleich, wenn ich jetzt auf meine Webseite schreiben würde, jeder, der mir eine E-Mail schreibt, der hat automatisch ein Mandat mit mir über 500 Euro im Monat für ein Jahr. Leuchtet auch irgendwie jedem ein, dass das jetzt nicht so richtig eine Wirkung nach außen haben kann, wenn ich das da einfach nur so hinschreibe. So viel dazu. Datenschutzerklärung. Ein Thema, wo wahrscheinlich jeder Hurra schreit und sich sofort so komplett und ganz intensiv damit beschäftigen möchte. Ganz kurz nochmal, ich bitte wirklich darum, stellt euch vor, wir sitzen hier zu zehnt, ja? Stellt Fragen. Ich mache so ungern den Alleinunterhalter. Finde ich immer ein bisschen doof. Wer hat eine Datenschutzerklärung? Das sind schon einige, aber zu wenige. Der geneigte Leser und Blogkenner weiß sofort, das ist Cashys Blog. Habe ich einfach nur mitgebracht, damit es ein bisschen bunter ist. Der hat natürlich eine Datenschutzerklärung. Warum denn? Wieso denn? Warum denn diese Anstrengung? Naja, ganz einfach, 13 TMG schreibt das letztendlich vor, ich muss da eine Datenschutzerklärung haben. Wenn ihr jetzt denkt, ja, aber ich habe doch nur einen Blog, ja, ich erhebe doch gar keine Daten. Wer verwendet Google Analytics? Wer hat ein Kontaktformular auf seinem Blog? Ja, ne? Dann mal schöne Datenschutzerklärung besser machen. Und warum jetzt schon wieder? Bisher war das ja irgendwie so, ach na ja gut, diese Datenschutzbehörden, die kümmern sich da doch eben nicht drum. Ich meine, die sitzen da in Hamburg und Kiel und was weiß ich, jeweils mit zwei Leuten, die müssen sich um Google und Facebook und nicht um irgendwelche Blogger oder irgendwelche Corporate Blogs oder was weiß ich kümmern. Naja, das Problem ist, dass mittlerweile klargestellt worden ist durch das Oberlandesgericht Hamburg, dass das eine sogenannte Marktverhaltensnorm ist. Vergesst dieses Jurasprech. Das heißt, am Ende des Tages, wer dagegen verstößt, kann wegen des Verstoßes gegen Wettbewerbsrecht abgemahnt werden. Sprich, von Mitbewerbern, von anderen Bloggern, von Verbraucherschutzverbänden, von Wettbewerbsverbänden etc. pp. Kommt noch wenig vor, aber man sieht es daran, es gibt eine oberlandesgerichtliche Entscheidung dazu. Also wegwischen würde ich es nicht. Urheberrecht. Immer wieder der alte beliebte Fettnapf. Wer würde sich dem anschließen? Jan Böhmermann in seiner ihm eigenen Art, ja, hat mal wieder sehr prägnant gesagt, oder hat gesagt, wer das Rostock-Lichtenhagen-Foto mit Hitler, Gruß und zugepisster Jogginghose twittert, wird vom Fotografen Martin Langer abgemahnt. 1000 Euro. Zwischen den Zeilen entspricht so ein, das finde ich total ungerecht, dazwischen hervor. Wer sieht das auch so? Wer würde sich Jan Böhmermann inhaltlich anschließen? Keiner?
Oder traut sich nur, doch, da hinten meldet sich einer und, ja, Romy, hallo. Genau. Ja, ich würde ja sagen, toll. Vielleicht liegt es daran, dass ihr selber alle Content anbietet. Ich will dafür aber, um das mal zu erklären, eine Runde zurückgehen. Und zwar mal erklären, was ist denn dieses Urheberrecht eigentlich am Ende des Tages? Ich nenne das Urheberrecht das Bestimmerrecht. Der Urheber kann sagen, ich möchte das, was ich geschaffen habe, mein Blogtext, mein Foto, meine Software, whatsoever, die möchte ich verschenken, die möchte ich unter eine Creative Commons Lizenz stellen oder ich will es verkaufen. Das allein kann niemand anderes als der Urheber in erster Linie bestimmen. Der kann aber noch mehr weggucken, muss man sich nicht angucken. Der kann aber noch mehr, der kann nicht nur sagen, ich will es verschenken oder ich will dafür Geld haben, der kann auch sagen, ich will dafür Geld haben und ich will es trotzdem nur für ein Jahr hergeben. Oder ich will dafür Geld haben und ich möchte aber, dass es nur im Print auftaucht. Oder ich möchte nur, dass es auf Webseiten auftaucht, nicht aber in Social-Media-Kanälen. Ja, da kommen wir jetzt ganz aktiv sozusagen oder ganz stringent sozusagen zum täglichen Leben zurück. Selbst wenn ihr eine Lizenz habt, Nutzungsrechte, Einräumungen sind nichts anderes als Lizenzen, muss geguckt werden, in welchem Umfang, für wie lange, für was genau habe ich denn jetzt eigentlich die Rechte daran? Auch wichtig, habe ich das Recht, dieses Bild, Text, Foto, was weiß ich, Grafik an Dritte weiterzugeben? Auch das kann beschränkt sein. Und so kann man sich vorstellen, dass halt auch ein Bild zum Beispiel immer teurer wird, je mehr Rechte ich daran erlangen möchte. Wir sind damit beim Thema Lizenzen angelangt. Wer benutzt Fotolia und andere Geschichten, um seine Blogs aufzuhübschen? Wer hat schon mal eine Abmahnung von Pixelio etc. oder Fotolia oder was weiß ich gefangen? Mag keiner sagen. Einer, ja. Okay, ich glaube, es sind mehr, aber viele trauen sich nicht, sich zu melden. Das wäre ansonsten jedenfalls nicht repräsentativ, weil die Fettnäpfchen da einfach relativ groß sind. Da freut man sich jetzt nämlich, ich weiß nicht, sieht man das da oben gut? Lizenzfreie Fotos. Toll, muss ich ja nichts machen. Komischerweise steht dann aber da irgendwas von wegen Nutzungsbedingungen. Und da steht Vertrag hier ansehen. Was darf ich denn und was darf ich denn jetzt nicht? So, Downloadvertrag, Standardlizenz. Ich denke, es ist lizenzfrei. Irgendwie ja wohl dann doch nicht so richtig. Ganz wichtig nochmal, auch wenn Sie auf diesen Plattformen sind. Jede Plattform hat grundsätzlich eigene Lizenzregelungen sozusagen. Und dann gibt es noch für die verschiedenen Bilder, die man herunterladen kann, immer eigene Regelungen. Die muss man sich einfach angucken, weil sonst kann es halt einfach sein, dass man beispielsweise Fotografien für Social Media verwendet und dann kriegt man hinterher halt ein bisschen Haue. Und das ist halt einfach doof und vermeidbar. Genau. Oder dass man zum Beispiel den Urheber nennen muss oder. Ist da jetzt tatsächlich eine Frage? Ah, wunderbar. Ich habe eine Frage. Wenn ich ein Bild verwende, was vermeintlich unter Creative Commons steht, wo ich auf jemanden verweise und es stellt sich dann raus, dass es gar kein Creative Commons Bild ist, bin ich dann jemand, der falsch handelt oder ist die Person, die es ursprünglich unter Creative Commons ins Netz gestellt hat, die Person, die belangt wird? Oder werde ich dann im zweiten Rang auch belangt? Das ist ja total spannend. Da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Okay, also die Fragestellung ist, du siehst ein Bild unter Creative Commons, denkst, ach super, dann kann ich das jetzt ja wohl auch benutzen. Da du es auch sozusagen benutzt und auf deiner Webseite, Blog, was auch immer hast, kannst du genauso abgemahnt werden. Weil es gibt halt sozusagen keine Schuldfrage. Also ich kann halt immer bei sowas, bei geistigem Eigentum kann ich nicht sagen, wie sonst, ich wusste das nicht. Ja? Das ist so ein bisschen das Problem, was man dann versuchen könnte, wäre Regress zu nehmen. Was wahrscheinlich, ob das jetzt große Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Und natürlich kann man wahrscheinlich, also wenn man das darlegen kann, weil man selber zum Beispiel noch Screenshots von der anderen Seite hat, kann man wahrscheinlich mit dem Rechteinhaber verhandeln, also im wahren Leben. Das funktioniert dann meistens ganz gut. Ja?
Also wenn man da wirklich sagen kann, so ja, ich weiß, das giltet nicht. Ja? Also mal ein Beispiel, wer ist schon mal abgemahnt worden? Ich. Ja, weil ich nachts irgendwie um 2:30, nein, 2:30 war es nicht, aber spätabends habe ich falsche Verlinkungen gemacht und dabei sozusagen Kollegen zitiert, ohne das kenntlich zu machen. Weil ich einfach, ich wollte den, egal. So, da nützt es mir dann auch nichts zu sagen, ja, das war ja keine Absicht. Ich wollte das ja nicht. Ist die Frage soweit beantwortet? Unbefriedigend anscheinend beantwortet. Ja? Nochmal zum vorigen Beispiel mit den 1000 Euro. Heißt das jetzt unterm Strich, wenn ich ein Bild auf Twitter poste und den Urheber aber angebe, kann der mir wirklich verbieten, das jetzt in sozialen Medien zu posten, wenn ich jetzt sage, das Foto von dem und dem? Nein, Moment, okay, ein großer Irrglaube. Nur weil ich den Urheber angebe, haben Sie deswegen keine Lizenz und kein Recht, irgendwie ein Bild zu posten. Punkt, Ende, aus. Also es kommt nicht darauf an, ob ich den Urheber nenne oder nicht. Das ist eine nachgelagerte Frage. Ich muss grundsätzlich das Recht haben, ein Bild zu verwenden. Und dann kommt es darauf an, muss ich den Urheber nennen, ja oder nein. So, und wenn ich den Urheber nicht nenne, kann es noch teurer werden. Ja, aber das ist ja egal, das ist doch dem Urheber. Entschuldigung, also die Frage war sozusagen, ja, aber was ist, wenn ich über das Bild eine Diskussion provozieren will? Richtig? Also wenn es darum geht, dass ich mich tatsächlich mit dem Bild konkret auseinandersetzen will, konkret mit dem Bild, ja, so wie hier. Ich setze mich jetzt mit dem, na, das wäre eigentlich fast, also ich nehme es als Beispiel für ein Zitatrecht sozusagen bei den Creative Commons, ist jetzt ein bisschen blöd. Aber da müsste ich halt sozusagen quasi eine Facebook-Gruppe aufmachen, da drin das Bild posten, ja, und sagen, so, jetzt lasst uns mal den künstlerisch-ästhetischen Anspruch des Jogginghosen-Hitler-Grußbildes diskutieren. Was meint ihr denn so dazu? Und dann den Urheber darunter packen und dann könnte man sagen, ah, okay, vom Zitatrecht gedeckt, wohl. Aber alles andere, einfache Regel, einfach merken, es gibt kein Bildzitatrecht. Das ist viel einfacher. Okay, also nur in ganz besonderen Ausnahmen. Kommen wir nochmal zurück zur CC-Lizenz. Ist einfach auch nur eine Lizenz. Kennen wir halt, kennen hier alle CC-Lizenzen? Ja, ne? Ja, es wird so genickt. Genau, was halt eben heißt, wenn ich es unter einer bestimmten CC-Lizenz mache, muss ich es unter der gleichen Lizenz wieder einstellen. Tue ich das nicht, kann ich wegen eines Lizenzverstoßes genauso abgemahnt werden, als hätte ich halt ein sonstiges Bild genommen, ohne die notwendigen Rechte daran zu haben. CC-Lizenzen gibt es mehrere, deswegen immer gucken, was ist da welche, denn das ist nichts anderes als eine standardisierte Lizenzvereinbarung. Ja, es ist ganz normal, da hat nur jemand gesagt, okay, das sind die Regeln für diese Lizenzvereinbarung. Zusammenfassend kann man sagen, immer gucken, habe ich die Rechte am Bild. Ich kann sie bekommen direkt vom Rechteinhaber, also vom Urheber selber oder einem Nutzungsrechteinhaber durch Individualvertrag oder durch Lizenzmodelle wie Creative Commons. Es sei denn, mir ist sowas Blödes passiert, wie dass irgendjemand das unter Creative Commons eingestellt hat. Was da übrigens ganz praktisch hilft, ist vielleicht einmal der Gegencheck sozusagen, findet sich dieses Bild an noch anderen Stellen unter CC-Lizenz eingestellt. Das gibt einem dann schon mal ein bisschen mehr Gefühl dafür, ob das so ist, Lizenzierung über Agenturen oder über Fotoplattformen. Aber eins merken, es gibt lizenzkostenfreie Werke, aber es gibt keine lizenzfreien Werke. Selbst wenn ich sage, ich verschenke meinen letzten Blogartikel. Ihr dürft den alle teilen und auf eure Blog stellen, dürft ihr nicht. Aber wenn ich das sagen würde, dann wäre das die Lizenz. Ja, es gibt keine lizenzfreien Bilder. Was soll denn da schon passieren? Kennt wahrscheinlich auch jeder. Es kann eben passieren, dass man die besagte Abmahnung bekommt, man wird zur Unterlassung aufgefordert, Erstattung der Rechtsverfolgungskosten und bei Bildern, wo Lizenzschäden entstehen können oder bei Texten, halt auch noch Schadensersatz. Alles irgendwie blöd und unnötig sollte man meines Erachtens vermeiden. Dann ist auch immer noch die große Frage, da hinten ist noch eine Meldung, sehe ich gerade. Achso, Entschuldigung. Kein Problem. Vielleicht noch einmal zurück. Ich habe es mir jetzt die ganze Zeit überlegt. Hier waren ja etliche Blogger auf etlichen Bühnen, die immer gesagt haben, ich habe jetzt einen Blog und dann ist aber für mich als zweite Quelle immer Social Media ganz wichtig. Wie ist denn das jetzt? Also in dem Moment, wo ich auf Facebook irgendeinen Beitrag verlinke von meinem Blog, ist nun mal das so, dass Facebook da wunderbarerweise das Bild mit reinpackt. Und
kriege ich dann in dem Moment das Problem oder kriege ich eben nicht das Problem? Das ist die Frage. Das ist juristisch so kompliziert, das kann ich hier jetzt nicht anfassen, weil das dauert länger als die 11 Minuten, die ich noch habe. Und ich will ja eigentlich noch über Sponsored Posts sprechen. Aber auf meinem Blog www.socialmediarecht.de oder einfach Social Media Recht eingeben, Facebook-Vorschaubilder eingeben in die Suchfunktion. Und da wird das alles erklärt und warum das am Ende des Tages meines Erachtens und nach Erachtens anderer nicht so das Riesenproblem ist. Ja? Okay. Kommen wir nochmal hier zurück zur letzten Frage in Bezug auf die Bilder. Und da ist ja immer die Frage, ja, okay, ich habe jetzt verstanden, ich muss irgendwie, ich muss den Urheber nennen. Aber wie denn jetzt? Reicht das, wenn ich den ins Impressum schreibe? Und jetzt mal so ein bisschen die Logik, ich habe irgendwie eine Webseite oder einen Blog mit 97 Millionen Beiträgen und irgendwie Bildern oder irgendwie eine Webseite mit 100.000 Seiten. Und jetzt stelle man sich vor, die Urheber stehen da alle in Impressum. Wie in drei Gottes Namen soll denn da eins zum anderen zugeordnet werden? Dass das nicht so richtig reicht, ist wohl auch klar. Dann war immer die Frage zum Beispiel auch nach Mouseover. Naja, da hat das AG Düsseldorf gesagt, nee, also es reicht jedenfalls dann nicht aus, wenn gesagt wurde, der Urheber muss beim Bild genannt werden. Stellt sich so ein bisschen die Frage, was ja hieße, in anderen Fällen könnte ein Mouseover ausreichen. Aber ich frage mich, wie ist das mobil, so ein Mouseover, so auf dem Mobile Phone oder auf dem Tablet, ist ja irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Also da guckt der Urheber ja irgendwie doch schon wieder in die Röhre. Also da so ein bisschen Finger, am besten ist halt tatsächlich im Zweifel, es einfach immer beim Bild irgendwo in der Nähe zu benennen. So, und jetzt zum Thema, was hier sich irgendwie gefühlt die ganze Reihe schon durchzieht und in jeder Diskussion früher oder später härter oder weicher diskutiert wird. Also ich nenne es, wir machen Werbung ohne Werbung, ja, der heiße Scheiß, Content Marketing, Native Advertising. Es gibt Leute, die hauen mich dafür, wenn ich all sowas in einen, noch zum anderen? Zu Creative Commons hätte ich nur eine Frage. Ja, sag mal, vielleicht besprechen wir das sonst hinterher, weil sonst kommen wir hier nicht mehr zu. Alles klar, eigentlich wollte ich nur wissen, nicht kommerziell ist das schon gegeben, wenn ich jetzt überhaupt gar kein Geld verdiene oder aber bin ich schon kommerziell, wenn ich auch nur Banner Werbung habe. Ja, also das ist spätestens kommerziell, ja. Okay, mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Danke. Dazu findet sich sonst auch bei uns was auf dem Blog. Ein bisschen Eigenwerbung. Nein, okay, also Werbung ohne Werbung. Wie gesagt, viele verprügeln mich, wenn ich diese Sachen alle in einen Topf schmeiße. Wir kennen ja diese ganzen Sachen alle, Videoblogging, irgendwelche Links auf irgendwelchen Seiten oder Blogs, bei denen das halt auch so ist. Die Frage ist jetzt, Werbung ohne Werbung, ist das jetzt alles toll? Geht das so einfach? YTT hat dazu ja mal gesagt, wörtlich, wenn die es erkennen, ist es okay. Aber wenn wir das gut platzieren, was ja eigentlich das Coolste an der Werbung ist, wenn man Werbung platziert, die man nicht sofort erkennt, dann muss man das ja auch nicht unter die Nase reiben. Da wird schon wieder gelacht. Zu Recht, der Anwalt fand das gar nicht witzig von denen, der danach interviewt worden ist. Der sagte nämlich, das haben die Jungs nicht so gemeint. Also bei uns ist natürlich alles, also wenn da mal was gesponsert ist, dann sagen wir das auch ganz klar. Weil so geht es halt eben einfach nicht. Jetzt mal juristisch betrachtet, nicht nach der Frage, irgendwie findet man das jetzt gut, dass Curved irgendwie erst unten als Curved bezeichnet, als von E-Plus angeboten bezeichnet wird oder nicht. Es gibt das sogenannte Trennungsgebot und das besagt, es ist total egal, ob wir jetzt Fernsehen, Internet oder weiß der Geier was haben, ja. Zuschauer und Leser müssen einfach unterscheiden können, ist das redaktionell oder handelt es sich um Werbung. Warum? Das Bundesverfassungsgericht sagt da ein bisschen hochtrabend, aber nicht weniger richtig. Werbung und Redaktion auseinanderhalten zu können, ist ein zentraler Baustein in einer funktionierenden Medienlandschaft und Meinungsbildung, die in einer Demokratie nun einmal auch der Meinungsbildung dient und damit schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Darüber würde ich nicht mehr lachen, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt stellt euch mal vor, ihr guckt die Tagesschau und ihr wisst nicht mehr, welcher Beitrag vom Rüstungskonzern gesponsert ist und welcher Beitrag jetzt irgendwie wahre Berichterstattung ist. Bei dem Gedanken denke ich, dass es keine unabhängigen journalistischen Quellen mehr gibt, da fängt man dann nicht mehr so laut an zu lachen. Das mag in diesem Blogger-Umfeld lächerlich klingen, aber wenn man das halt weiterdenkt, dann ist das eben einfach wichtig und das ist der Grund, weswegen es dieses Trennungsgebot gibt. Dann könnte man wieder sagen, ja, stellen Sie sich vor, es ist Schleichwerbung, keiner geht hin, das wird ja nun überall und andauernd und die ganze Zeit gemacht. Es gibt Unternehmensporträts, wie es so schön heißt, wo sich hinterher herausstellt, ja, letztendlich wurde dafür 5.000 Euro gezahlt. Native Advertising, das ist das ja im Endeffekt, was früher die Advertorials waren und wo wir jetzt aber nicht mehr Advertorial drüber schreiben.
Blogger Relations auch gerne genommen, auch gerne. Vorhin wurde auch ein Tweet an die Wand geschmissen. Ja, ist ja toll, wenn der prominente XYZ unser Produkt, unsere Dienstleistung hier featured. Ist aber schon ein bisschen schwierig, wenn er dafür Geld bekommt. Affiliate Links ist ja auch mal wieder ein Thema in Blogs und sonstige bezahlte Links. So, Behörden, naja, Behörden kommen dann ins Spiel, wenn wir auf YouTube sind und um Videoblogging reden, dann sind die Landesmedienanstalten die zuständigen Aufsichtsämter, deswegen Behörden. Abmahnungen spielen ein Thema und da ist es jetzt so, ich komme gleich auf den Fragenden zurück, das will ich kurz zu Ende ausführen. Da ist es jetzt halt so, wahrscheinlich haben noch die wenigsten bisher von Abmahnungen gehört, die Blogger wegen unzureichender Kennzeichnung bekommen haben, also Werbekennzeichnung. Da muss man sich aber mal ein bisschen fragen, wo kommt denn das eigentlich, oder wie sieht es in der klassischen Industrie dem gegenüber aus? Ja? Diese ganze Blogosphäre oder Content-Marketing, blabliblub, wie auch immer man das jetzt nennen will, das ist ja alles noch relativ jung, auch Stars dafür zu bezahlen, für Produkte auf Twitter oder Facebook zu werben. Wenn wir uns aber mal irgendwie die gute alte Consumer-Branche angucken, zum Beispiel bei einem Unilever und bei einem Bayersdorf, da sitzen nicht weniger als in-house jeweils 5 Anwälte, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich die Werbung der Gegenseite anzugucken und zu prüfen, wo an welcher Stelle da denn jetzt bitteschön gegen das UWG verstoßen wurde und wo wie abgemahnt werden kann. Und da werden auch keine Gefangenen gemacht, da kommen auch zack, zack die einstweiligen Verfügungen von A nach B rübergeflogen. Und dann werden da Hauptsache Verhandlungen geführt, ob der Sternchenhinweis unten links mit dem, was da steht, jetzt ausreichend ist. Das ist die alte Industrie. Und es ist aber so, als ich vor 5 Jahren mit dem ganzen Kram Social Media gelöt und so angefangen habe, wurde ich an ganz vielen Stellen gefragt, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Gibt es dazu schon Gerichtsurteile? Nein, gibt es noch nicht. So, aber es ist nichts anderes als sonst auch, also wird es passieren. Mittlerweile, wie man hier auch eben gesehen hat, gibt es zu ganz, ganz vielen Sachen halt eben einfach Urteile. Gerade in diesen Fällen dauert es auch immer länger, bis es Urteile kommen. Warum? Weil das Ganze eben außergerichtlich in der Regel gelöst wird. So, was ich sagen will ist, es ist hier nur eine Frage der Zeit, das wird eine zunehmend ernstzunehmende Industrie, in der Geld steckt. Ja, diese ganzen Influencer-Relations, Blogger-Relations, wie auch immer man das nennen will, Content-Marketing, alles, was damit zu tun hat. Das heißt, es ist eben nur eine Frage der Zeit, bis da auch die entsprechenden Urteile da sind. Von daher sollte man sich das mal überlegen, ob man nicht schon mal seine eigene Rechtsabteilung aufbaut. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber wenn man mal dieses Bayersdorf-Unilever-Beispiel in Bezug auf Deo- und Shampoo-Werbung im Kopf behält, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das dann eben geht. Ja? Wie sollte ich am besten Affiliate-Links kennzeichnen? Machen wir gleich. 2 Minuten 20, Mist, jetzt kann, ich wollte noch von Trample Benz erzählen, mache ich jetzt trotzdem. Wir hatten vorhin das Beispiel Curved. Aus juristischer Sicht, ich habe es vorhin nur in der Mobile-Version einmal irgendwie kurz durchgeflickert, ist ganz spannend. Ich würde jetzt gar nicht mal auf den ersten Blick sagen, das ist aber zu wenig gekennzeichnet, dass das von E-Plus kommt. Aber es wird spannend, sowas wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Gericht entscheiden. Reicht es aus, dass unten fett steht, E-Plus-Angebot und die einzelnen Advertorials gesponsert sind? Oder muss es nicht fett oben stehen? Dazu krasses Gegenbeispiel, Trample Benz, erinnert sich jemand an die Kampagne, Jung von Matt. Da war es halt eben so, das war so aufgezogen, ja hier super geiler Bilderblog und so von jemandem, der durch Syrien, Türkei und was weiß ich, als da eben noch kein Krieg war, mit einem alten Benz gefahren ist, hat schicke Bilder eingestellt und der Tenor war immer so mit meinem guten alten Benz, ne, da kommen wir überall hin. Und da haben sie natürlich total gefeiert und ach, guck mal, was für ein tolles Testimonial, lange Rede, kurzer Sinn, da stand Jung von Matt hinter und damit Daimler. Diese Kampagne hat 2 Sachen bekommen. Das eine war eine Werbeauszeichnung. Ich habe vergessen, welche, Goldener Löwe, blablabla. Und das zweite war eine Rüge vom Werberat. So, ob die Kampagne dann im Ergebnis erfolgreich war, das vermag jemand anders zu beurteilen. Da hinten ist noch eine Frage. Ja, und zwar würde ich gerne mal wissen, wo eigentlich die Abgrenzung stattfindet. Also wo ist es Werbung, wo muss ich es auszeichnen, wo eben nicht. Also hat es immer noch mit zu tun, ob ich dafür ein Honorar erhalte oder es kann ja sein, dass ich auf das Produkt selbst stoße und einen eigenständigen einen Beitrag dazu. Ja, das ist egal. Ja, aber wer prüft das nach? Also wo ist dann, wie muss ich nachweisen zum Beispiel, ob ich dafür Geld bekommen habe oder nicht? Wie will man das nachweisen? Naja, ja, das ist ganz einfach. Das, also früher hat man das so gemacht, da gab es Testanrufe bei den Zeitschriften von Wettbewerbern, die dann hinterher, die haben die Testanrufe gemacht oder machen lassen zum Beispiel und dann haben sie später abgemahnt. Jetzt glaubt man doch nicht im Ernst, wir reden hier die ganze Zeit über Transparenz und jeder redet mit jedem und jeder redet über Social Media, dass das nicht irgendwie früher oder später letztendlich dann rauskommt.
Also, wie gesagt, auch da werden sich Mechanismen dann wieder finden lassen, wenn das alles professioneller wird, wie sowas dann im Zweifel auch wieder rauskommt, abgemahnt wird. Natürlich, ja, kannst du heimlich sagen, oh klar, super, ich kriege hier 100 Euro für den Artikel, das wird schon keiner erfahren. Wird es vielleicht auch nicht. Wenn doch, irgendwann ist vielleicht blöd. Ist halt auch die Frage, ob das nicht, steht ganz unten, hinsichtlich der Vertrauensbildung ein bisschen blöd ist. Also da hat Sascha Palmberg lange ja vorhin drüber geredet. Ich finde das sehr richtig. Die Meinung kann man haben, muss man aber nicht haben. Man muss halt nur wissen, dass es in Wettbewerbsstreitigkeiten die Streitwerte selten unter 10.000 Euro liegen. Das heißt, für die erste Abmahnung Anwaltskosten des gegnerischen Anwalts bei 1.800. Dann nochmal den eigenen Anwalt, den man dann natürlich damit beauftragen muss, weil man ist ja mittlerweile, also wäre zumindest doof, das nicht zu tun und sich da zu verteidigen. Nochmal 1.800 Euro, 100 Euro verdient, 3.600 Euro Anwaltskosten, eigene und gegnerische, weiß ich nicht. Gut, man kann natürlich das erstmal jahrelang machen und vielleicht funktioniert es auch. Wie gesagt, das nur, man kann das immer alles machen, ich finde, man muss halt nur wissen, wie hoch die Risiken sind. Und wo sie sind. Jetzt will ich aber noch ganz kurz fragen, so, wie kennzeichne ich das und wie mache ich das denn? Das ist neues Zeugs. Die haben nicht nur Kochbücher, sondern es sehr schick gemacht. Ohrstöpsel und coole Schuhe und was weiß ich, wird da alles Mögliche eben immer vorgezeigt. Da sieht das so aus. Unterm Impressum steht die Webseite neues Zeugs ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon. Bla bla bla, Affiliate Links, wir kriegen Geld dafür. Boah, kann man machen. Kann man vielleicht aber besser machen wie Gourmet Gorilla. Die haben da ja vorhin, glaube ich, auch schon drüber diskutiert. Da sieht das halt so aus. Da gibt es einen Sternchenhinweis. Ich hoffe, den kann man sehen. Auf die Hand von Stephen Paul ist hier mir. Und da steht ein Sternchen und unten steht dann Link Amazon Partnerprogramm. Das finde ich sehr gut und ich denke, dass ich hoffe, das ist ausreichend. Warum sage ich, ich hoffe, das ist ausreichend? Weil die große Preisfrage dann wieder ist, ja, was genau muss dann irgendwo drüber stehen? Es gab vor einiger Zeit eine Entscheidung, dass Sponsored Post nicht ausreichend sei. Da fasse ich mir selber total an den Kopf und wenn Sie mir jetzt sagen, erklären Sie mir das, sage ich, ja, kann ich auch nicht so richtig. Weil sogar der Rundfunkstaatsvertrag spricht von Sponsoring. Ja, aber bei einer Bezeichnung Sponsored Post sagen die Gerichte, es sei dem Verbraucher nicht klar, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, dass das eben eine Anzeige ist, dass das bezahlter Content ist. Ich denke, das wird da nicht das letzte Wort gewesen sein. Aber wenn man es halt ganz, ganz genau machen will, dann sollte man darüber schreiben, keine Ahnung, dies ist ein bezahlter Blogpost oder was weiß ich. Ich würde es hier drauf ankommen lassen, absolut, und würde sagen, das ist ausreichend, mehr als zu sagen, wir sind im Amazon-Partnerprogramm. Also das, wenn man vom durchschnittlich verständigen Verbraucher heutzutage ausgeht, was auch der BGH tut, dann würde ich sagen, ist das ausreichend. Ich glaube, irgendeine Frage haben wir... Ich habe eine Frage totgesabbelt. Sorry, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt kein Honorar erhalte, sondern eben Sachwerte, sprich, ich blogge über Kinderklamotten und bekomme eine Kiste Klamotten für meine Tochter. Mhm. Was ist es dann? Ein Sponsored Post oder? Kommt drauf, toll, ne? Ja, ich kann das mal sagen, kommt drauf an. Kommt tatsächlich drauf an. Und zwar ist es so, wenn, das geht ja auch den ganzen Tech-Bloggern immer so, immer angenommen, du kriegst von 8 Firmen jeden Monat, oder ne, du kriegst von irgendwelchen Firmen, weil du bist mittlerweile eine bekannte Kindermode-Bloggerin, kriegst du andauernd irgendwas zugeschickt. Und genauso wie irgendwie Sascha Palmberg wahrscheinlich irgendwie zugeschmissen wird mit den ganzen Gadgets. Und ihr sozusagen redaktionell aussucht. Wirklich völlig befreit, okay, über die schreibe ich jetzt, über die nicht. Und es dann auch nicht heißt, wenn du jetzt nicht über uns schreibst, mit dem und dem Tenor, dann kriegst du nichts mehr zugeschickt. Da fängt es dann halt an sozusagen, dass es dann halt eben einfach genauso entgeltliche Leistungen letztendlich werden, nur dass die durch Sachentgelte ausgedrückt werden oder durch Sachpreise, klingt so nach Gewinn. Also kennzeichnen oder nicht? Solange es so eine redaktionelle Auswahl ist, wie von mir beschrieben, muss es natürlich nicht gekennzeichnet werden, weil das ist ja klassische redaktionelle Arbeit, wie es auch früher die ganzen Technikredaktionen, Moderedaktionen und so weiter machen. Ich würde mich aber dafür tatsächlich hüten, sowas wie, man kriegt den neuesten Mantel zugeschickt mit der Aufforderung, den kannst du hier behalten, wenn du jetzt darüber schreibst. Das sind Sachen, das wird schwierig. Und da wieder zur Frage, ja, vielleicht kommt es nie raus.
ich glaube, wie gesagt, dafür wird es bald auch Mechanismen geben, Testmails, Testanrufe. Wie gesagt, das sind keine Geschichten aus der Juckerpalme. Also das ist einfach so gemacht worden und wird auch immer noch so gemacht. Ich glaube, wir sind einfach, also hier blinkt es schon die ganze Zeit rot, aber es hat noch keiner Möb gesagt. Gut, dann möchte ich den Gedanken nochmal weiterspinnen. Ja. Also, weil ich habe trotzdem weiterhin Schwierigkeiten damit. Es ist ja auch schwierig. Aus einer klassischen Redaktion und wir kriegen Testgeräte und alle Leute glauben, am Ende des Tests müssen wir die nicht wieder zurückschicken. Normalerweise ist es so, wir müssen sie wieder zurückschicken. Es gibt ein paar Sachen, die sind sozusagen Software, das interessiert keine Sau mehr, die wollen die nicht zurückhaben irgendwo hin. Und dann gibt es Dauerleihgaben, aber da ist es dann ganz häufig so, da erlebe ich es häufiger, dass dann am Ende des Jahres wunderbar ein Controller von irgendeiner Firma XY anruft und mich unterschreiben lässt, dass das immer noch in unserem Besitz ist. Denn ganz einfach so, selbst wenn ich sage, ich spreche da kritisch drüber, ist das nicht irgendwo steuerrechtlich nachher irgendwo problematisch? Ja, aber das ist, ich meine, das ist ja ein Einkommen. Ja, kann es sein. Aber das ist ja sozusagen, aber das hat nichts, das sind zwei voneinander getrennte Bereiche. Klar, wollte ich. Aber hört gut zu, ne? Das wird nämlich, also wenn das nicht mehr so fancy ist, ja, dass ich irgendwie Blogger Relations jetzt aufbauen muss, weil es gerade Trend ist, sondern wenn es ein normales Tool ist, genau wie ich auf Redaktionen zugehe, dann wird es nämlich wahrscheinlich auch so, das heißt, hier, kannst du angucken, kannst du deiner Tochter irgendwie einmal anhalten, aber bitte nicht anziehen, wird nämlich dreckig, ja. Guckst dir an und dann möchten wir das wieder zurückhaben. Solange aber sozusagen, um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben oder bei kleineren Gadgets sozusagen, solange die Firmen aber eben nicht sagen, dass es zurückgefordert, dass es zurückgesendet werden muss, kann man ja nicht sagen, also erstens, ich habe unverlangt was zugesendet bekommen. Ja, da bin ich jetzt so und dann kann ich natürlich eben auch redaktionell darüber schreiben, auch wenn ich das behalten darf. Also es schließt ja sozusagen, nur weil ich etwas bekomme, wie gesagt, was ich im Zweifel vielleicht noch nicht mal verlangt habe, kann mir ja dann ja keiner unterstellen, dass ich schon alleine dadurch meine redaktionelle Unabhängigkeit verlange. Ich denke aber, da sind wir wieder bei dem guten Beispiel, Old Economy in Anführungsstrichen, New Economy in Anführungsstrichen, um das zu vergleichen. Ich denke, wie gesagt, wenn sich das weiter professionalisiert hat, dann wird das irgendwann genauso aussehen. Ja, yeah. Thank you very much. Oh, well, that was it. Dankeschön. I hope that you'll go outside and everybody had so many great questions. Those are all great and really appreciated. And ja, ich bin noch ein paar Minuten da, ne? Also ich, so, denke ich. Thank you very much. Thank you.